Ja, hallo zusammen und hier geht es in den Keller von Warden, vom Wächter, whatever. Aufseher, nicht Wächter. Entschuldigt. So, hier haben wir auch gleich ein Portal. Ich liebe es. Da muss man nicht immer so weit rennen, wenn man gerade mal doch vielleicht gestorben ist. Guten Tag. Ach, hallo Spideys. Könnt ihr das mal lassen? Ja, immer noch so ein bisschen schnief. Ach ja. Ja, und dann werde ich, wie gesagt, ich bin sehr gespannt darauf, wenn ich mir dann wirklich den Fernseher als Monitor dann zulege. Wie das Ganze sich so macht. Weil OLED, ganz ehrlich, ist schon geil, ne? Muss man sagen. Es gibt ja immer so diese Geschichte mit dem Einbrennen. Und ich glaube, das ist schon noch ein Thema, aber dagegen kann man sich auch gerade an einem PC gegen wehren. Einfach wechselnde Hintergrundbilder, Taskleiste ausblenden, solche Geschichten. Damit nicht dauerhaft ein und dasselbe auf dem Bild zu sehen ist. Und ich glaube auch, dass es heute deutlich besser geworden ist als früher. Dann werde ich den 34 Zöller, auf dem ich jetzt spiele, werde ich als Zweitmonitor verwenden. Einen zweiten Monitor brauche ich immer. Und dann habe ich ja noch einen 34-Zölligen, aber eben halt nicht im 16 zu 9, sondern im 16 zu 10 oder weiß ich nicht. Irgendwie jedenfalls so ein Breitbildformat. Den kann man sich ja beiseite stellen den kann man sich ja beiseite stellen und im Grundsatz, jetzt habe ich die Scheiße schon wieder nicht neu gestartet, die Uhrzeit, naja. Den kann man sich ja beiseite stellen und falls mal ein Monitor kaputt geht oder so, was ja immer theoretisch möglich ist, hat man dann immer noch ein Gerät da. Oder verkaufen, bloß verschicken will ich den will ich nicht bei eBay oder so reinsetzen. Das werde ich nicht tun. Allein das Verschicken, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich meine, mit dem Monitor ist nichts, der ist völlig in Ordnung. Ja. Hallo. Wir machen aber erstmal das Gesocks drumherum weg, bevor wir hier irgendwas anderes machen. Was ist das denn da hinten? Sekunde mal.
Was habe ich denn da bitte schön übersehen? Scheiße, hier kann ich nicht lang. Haut ab. Da habe ich doch irgendwie einen Geheimgang übersehen. Da, wusste ich es doch. Ein Schild, ein epischer. Na klasse. Nicht, dass ich nicht mit Schild spiele. Aber man kann nicht was. Man kann nicht alles haben. Na dann, auf geht's zum Geprügel. Mal im Rauster, das wird mir nämlich gerade ein bisschen zu unübersichtlich. Ey, hör mal auf mich zu schießen, Mann. So. So. Und du sitzt hier auch also nur so rum und wartest darauf zu sterben, sehe ich das richtig? Hallo. So, was haben wir dann hier? Ja, dann wollte ich heute noch meinen Heizthermostat in Ordnung bringen. Hatte mir, weiß nicht, ob ihr die kennt, es gibt von AVM und auch von anderen Herstellern, ich kenne sie halt von AVM, gibt es so Deckt-Thermostate, die man mit zum Beispiel mit der AVM Fritzbox verbindet und dann das Heizungsthermostat über dieses Ding regeln kann. Temperaturen, Uhrzeiten einstellen, la 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 la, whatever. Ja, gehen wir mal durch. Ja, dann wollte ich das heute anbauen, was normalerweise keine große Aktion ist. Allerdings war das alte Thermostat ein bisschen schwergängig und auch man fängt an, so ein Wasser zu werfen. Und da habe ich das mal ganz schnell wieder gelassen. Da hatte ich keinen Bock, mein Arbeitszimmer unter Wasser zu setzen. Und es hätte normalerweise gar kein Wasser kommen dürfen. Also kaputt ist das schon länger gewesen, also jetzt eine Woche oder so. Aber ich war mal in meiner Corona-Phase, hatte ich echt keinen Bock irgendwie, da müssen wir gleich rein, hatte ich echt keinen Bock, das in Ordnung zu bringen. Ja, und dann dachte ich so, nee, das lass mal lieber, da lässt du lieber einen Heizungsmenschen kommen. Kann nicht sein, dass wenn ich den... Ich meine, komischerweise sprang die Heizung dann direkt an, was sie vorher nicht mehr gemacht hat. Die war die ganze Zeit kalt. Ich hatte vorher einmal Luft entlüftet, da kam aber nicht mal Luft. Ich dachte so, strange.
Ah, wo geht's denn jetzt hier lang? Wo sehen? Hier lang ganz. Ach, oh, Alter. Aber wie gesagt, bevor ich mir die Bude unter Wasser setze, habe ich gesagt, nee, heiz jetzt ja wieder. Lass mal erstmal. Ich kenne diese Deckdinger ja. Im Schlaf- und Wohnzimmer habe ich die schon. Und dachte ich mir, ja gut, machst du es im Arbeitszimmer auch. Installation war eigentlich relativ simpel. Damals schon. Altes Thermostat abschrauben, das neue drauf, mit der Fritzbox verbinden, fertig. Bisschen einrichten und schon lief's. Aber so, nein. War mir das eindeutig zu heikel. Ey, sag mal. So, dann können wir da oben noch mal gucken und dann gehen wir runter in den Keller. Toll, dass du dich mit Vollspeed in meine Richtung bewegt hast. Ne, da ist aber nichts. Ich dachte, das ist vielleicht irgendwie. Aber nö. Nö, nö, nö. Kommen wir da durch? Ja. Dann haben wir hier auch alles erkundet. Und da geht's runter in den Keller. Schlückchen Kaffee. Damit ist die Tasse auch alle gar nicht gut. Na, 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 na. Alles noch nicht wirklich erkundet. Ist aber klar, wenn man das erste Mal hier ist. Ich weiß auch noch nicht, ob wir in dieser Aufnahmerunde, ich glaube nicht, dass wir bis zum Warden kommen werden. Tendenziell eher nicht. Bleibt doch einfach liegen. Ja, Last Epoch kommt ja nächste Woche auch als endgültige Fassung raus. Irgendwie in den Artikel gelesen, dass die letzte Klasse, die jetzt ja dann auch mitkommt, der Falkner, soll ja sehr interessant sein. Und da ich mit Cyberpunk, dem DLC, durch bin und jetzt am Wochenende, jetzt kommen, also das kommende Wochenende ist ja die Mittwochsfolge, werde ich dann ja Banisher spielen und im Anschluss liegt dann ja Final Fantasy an, also von daher wird Cyberpunk erstmal wieder ausgesetzt, werde ich wahrscheinlich dann als Alternativprogramm Banishers beginnen.
Also, ich werde sowieso auf Twitch spielen und dann werde ich es halt auch aufnehmen. Final Fantasy freue ich mich sowieso wie blöd drauf. Banisher bin ich super gespannt drauf. Kann natürlich auch eine mega Enttäuschung werden, man weiß es nicht. Aber das werden wir erleben. So, Don Mo Spiele machen mir immer Spaß, weil es halt eben sehr storylastige Spiele sind. Das Setting finde ich auch noch nicht völlig aufgebraucht. Wird spannend. Wird definitiv spannend. So, die haben wir auch mal eben ganz kurz verabschiedet. Ja, jetzt können wir auch da hinten hochgehen. Ja, machen wir auch so. Ne, machen wir nicht, oder? Nö, da hinten können wir aber nochmal lang gucken. Obwohl die Folge jetzt hier eh langsam zur Neige geht. Wir gucken hier nochmal. Ha? Ah je. Oh, was passiert denn hier gerade? Da hast du ganz schön Backenfutter gekriegt. So, ihr Lieben, das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.